Jeden Tag laufen Schiffe im Hafen von Accra ein, entladen ihre illegale Fracht. Was in Europa keiner mehr haben will, landet hier. Tonnenweise alte Fernseher, Computer, Elektroschrott. Die Afrikaner sind die besten Kunden für veraltete Technik. Dass die Einfuhr von defekten Altgeräten verboten ist, kümmert hier keinen. Beim Straßenhändler finden wir die Sachen wieder. Ob sie nach der langen Reise noch funktionieren, das weiß er nicht so genau. Doch das Geschäft läuft gut. Viele Leute können sich neue Geräte nicht leisten und Firmen wie Sony oder Panasonic produzieren hier nicht. Alles bis hin zum Bügeleisen wird importiert. In diesem Land kommen die neuen Geräte meist aus China und das ist keine tolle Qualität. Die gebrauchten Sachen aus Europa sind dagegen ganz in Ordnung. So ganz in Ordnung ist allerdings nicht alles, was in Afrika abgeladen wird. Rund 3/4 aller Elektrogeräte sind Schrott, die laut Gesetz eigentlich in Europa recycelt werden müssten. Nur das ist teuer. Einen Computer in Österreich zu recyceln kostet um die 25 Euro. In Ghana ist es kostenlos. Und die Schrotthändler freuen sich über das wertvolle Altmetall. Wir nehmen das Kupfer und das Aluminium aus den Geräten und verkaufen es weiter. Manche Firmen exportieren es dann ins Ausland. Das sind Rohstoffe, die weltweit gehandelt werden. Damit machen wir unser Geschäft. So always our business is patron in everywhere. Der grau-schwarze Qualm, der die Sonne verdunkelt, verrät uns, dass die Elektrorecycler an der Arbeit sind. Es ist ein Höllenfeuer aus Furan und Dioxindämpfen, das den Menschen den Atem nimmt. Um an das Kupfer heranzukommen, brennen die jungen Männer die Plastikmäntel der Kabel weg. Der Verkauf des Metalls bringt ihnen umgerechnet 4 Euro am Tag. Als Brandbeschleuniger benutzen sie Autoreifen und FCKW-haltigen Schaumstoff. Die jungen Männer wollen ihre Ausbeute steigern, vor allem seitdem die Kupferpreise im Keller sind. Ja, wenn wir Kabel verbrennen, dann bekomme ich manchmal Kopfschmerzen und mein ganzer Körper tut weh. Ich könnte vielleicht damit aufhören, aber viele andere können das nicht. Wir alle hier leben doch von dieser Arbeit. Das ist unser Geschäft. Wenige Meter neben den Feuerstellen erleben wir den Irrsinn dieses afrikanischen Mikrokosmos. Der Nachwuchs des Fußballclubs Soccer Talent trainiert im Dunst der Giftwolke. Niemand hatte die Idee, den Bolzplatz zu verlegen. Als der Elektroschrott kam, sind sie einfach geblieben. Auch die Bewohner rund um den Schrottplatz sind an diesem elenden Ort geblieben. Viele leben inzwischen vom Elektromüll. Die Älteren schicken die Kinder auf die verseuchte Halde, um das Familieneinkommen zu steigern. So macht es auch Sarah Bemper. Die Friseurin lebt vorrangig von der Schönheit der Slumbewohner. Doch das Haareglätten bringt nicht genug für alle ein. 3 ihrer 4 Söhne müssen deshalb auf den Schrottplatz für Elektromüll. Morgens gehe ich in die Schule, danach auf den Schrottplatz, um Metalle zu finden. Ich muss das Geld verdienen, weil ich davon Essen kaufen muss. Die Arbeit auf der Schrotthalde ist eigentlich nichts für Kinder. Sie kommen völlig verdreckt nach Hause und ihre Kleidung ist zerfetzt. Ich sage ihnen immer, sie sollen aufpassen, aber sie hören ja nicht zu. So sieht es aus, wenn Europa vorgibt, die digitale Kluft zwischen der ersten und der dritten Welt schließen zu wollen. Kinder, manche erst 7 Jahre alt, wühlen mit bloßen Händen in Glasscherben nach etwas Kupfer oder Aluminium. Sie wissen nicht, dass der Boden hochgradig verseucht ist durch Quecksilber, Arsen und bromhaltige Flammschutzmittel bis zu 100-fach über den Normalwerten. Ein 12-Jähriger hat sich beim Aufbrechen eines Monitors geschnitten. Er sei es gewöhnt, sagt er uns.
Besonders tückisch ist das hochgiftige Blei aus den alten Röhrenmonitoren, die hier tonnenweise herumliegen. Bis zu 2 Kilo Blei finden sich in solch einem Gerät. Kinder wie Emanuel werden mit bleibenden Schäden durch das Nervengift leben müssen. Und das alles für einen Hungerlohn. Ich mag es nicht besonders, die Computer auseinanderzunehmen. Manchmal schlagen mich die älteren Jungs. Sie behaupten, ich hätte ihnen das Metall gestohlen und nehmen mir meine eigenen Sachen wieder weg. Die Regierung in Ghana ist durch solche Bilder alarmiert. Anfang April hatte das niederländische Umweltministerium zugesichert, die Fracht der Schiffe verstärkt zu kontrollieren. Denn das Gros der Computer kommt über Rotterdam. Viele Europäer sind der Meinung, Computer nach Afrika zu schicken sei gut, um den Kontinent zu technologisieren und nach vorn zu bringen. In Wahrheit aber bescheren uns diese Computer eine digitale Kluft. Afrika hat überhaupt nichts von diesen veralteten Computern. Wenn Europa damit nichts mehr anfangen kann, weil diese ausgemusterten Dinger hochgiftiges Material enthalten, dann kann Afrika ebenso wenig mit diesen Geräten anfangen. Die Europäer schicken weiterhin fleißig ihre alten Rechner und Monitore. Dabei wird getrickst, da die Ausfuhr gesetzlich verboten ist. Nur gebrauchte Ware, die noch einwandfrei funktioniert, darf nach Afrika ausgeführt werden. Doch das zu überprüfen, ist fast unmöglich. Die Österreicherin Christina Schröder von Südwind forscht deshalb selbst in Ghana nach, ob auch Computer aus Österreich hier ankommen, was sich anhand von Inventarnummern ablesen lässt. Die entwicklungspolitische Organisation fordert eine weltweite Garantie durch Computerhersteller, dass ordentlich recycelt wird. Besonders wichtig wäre, dass die bestehenden Gesetze eingehalten werden, dass es nicht nur stichprobenartige Kontrollen gibt, sondern wirklich große Kontrollen gibt, flächendeckende Kontrollen gibt, damit man eben wirklich sicher gehen kann, dass Computerschrott nicht, wie es eigentlich verboten ist, hier in Westafrika landet. Unternehmen könnten auch dahingehend Verantwortung mal beweisen, indem sie in Europa Recyclinganlagen aufbauen, aber auch hier als erste Hilfe mal hier in Afrika. Weil eben das System noch nicht so ist, dass noch nicht ausgeschlossen werden kann, dass Elektroschrott hier landet. Die Auswirkungen auf Menschen, Umwelt und Tiere sind noch gar nicht abzusehen. Doch eines ist sicher: Das Gift bleibt nicht in Afrika. Es kommt zu uns zurück. Das verseuchte Wasser wird über die Lagunen und Flüsse ins Meer befördert. Damit landet das Gift in den Fischen. Das sind die Fische, die nicht nur Afrikaner, sondern auch Europäer essen. Der Fisch, der durch den Elektroschrott vergiftet wird, landet auf unserem Esstisch, ganz gleich, wo wir leben. Die Küste Ghanas ist eines der fischreichsten Gebiete der Erde. Am Ende schließt sich ein teuflischer Kreis, der auch die Europäer betroffen machen muss, da ihr Elektromüll einen Weg gefunden hat, der ihn zurück zu seinem Ursprung bringt.